Hallo, mein Name ist Erik Scheuermann vom Team Futter Oskar. Wir sind ein Trainerteam, das seit über 25 Jahren Futter-Workshops unter anderem auch für Olympus durchführt, gestaltet und durchführt. Ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf bei Futter Koch auf dem Kanal und möchte Ihnen das Thema Landschaftsfotografie, Tipps und Tricks mit den Olympus Weitwinkelobjektiven näher bringen. Hat natürlich alles einen gewissen Hintergrund, warum wir die Weitwinkelobjektive heute nehmen. Da es aktuell eine Cashback-Aktion gibt für die Ultraweitwinkel. Dazu aber später mehr. Die Thematik Ultraweitwinkel in der Landschaftsfotografie ist natürlich immer etwas ganz Spezielles. Für Fotografen, Fotografinnen ist es nach meiner Erfahrung immer ein bisschen einfacher im normal brennweitigen Bereich oder im länger brennweitigen Bereich und im Telebereich zu agieren, weil natürlich mit dem menschlichen Auge man den Blickwinkel eher etwas verkürzen und verkleinern kann und man sich trotzdem das Motiv ganz gut vorstellen kann. Im Ultraweitwinkel ist es ein bisschen spezieller. Das heißt, wenn ich eben den Blickwinkel extrem breit mache, dann muss ich eben schon rechts, links schauen, was ist denn dort alles. Ich habe einige Bilder mitgebracht, die ich Ihnen ein bisschen näher bringen möchte, mit Tipps, mit Tricks, die eigentlich auf der Hand dann liegen, wenn man sieht. Wichtig ist, es gibt natürlich die Möglichkeit, im Live-Chat Fragen zu stellen. Wir haben im Vorfeld schon ein paar Fragen zugesendet bekommen, die werde ich immer wieder mal mit einfließen lassen. Aber wenn Fragen aktuell zu Produkten oder eben zu den Bildern entstehen, ruhig in den Chat reinschreiben. Ich werde immer mal einen Blick nach oben riskieren, nicht überrascht sein, wenn ich die Augen verdrehe. Das hat aber eher was damit zu tun, dass der Monitor für den Chat über der Kamera hängt. Gut, dann wollen wir einfach mal beginnen und starten gleich mal mit ein paar Bildern. Das ist unsere Startfolie natürlich mit der Cashback-Aktion, aber wie gesagt, da kommen wir nachher noch dazu. Wir beginnen gleich einmal mit dem Bild von Diego. Ein Visionary aus dem Hause für Olympus, das ist eine Gruppierung, die eben sehr stark in der Fotografie oder im Filmbereich unterwegs ist und sich durch diverse fotografische Eigenschaften herausgetan haben. Und Diego ist ein Landschaftsfotograf, jetzt müsste ich lügen, aus Spanien meines Wissens. Wir greifen natürlich auf einen Pool zu. Aber dieses Bild hat im Grunde genommen schon alles, was wir im Weitwinkelbereich eigentlich ganz gern sehen. Das ist natürlich einmal die Tiefe im Bild. Da haben wir ganz am Anfang im unteren Bereich die schneebedeckte See, dann die Spiegelung auf dem See und im Hintergrund die Berge, die hier schon schön im Abendlicht, in der Abendsonne dann noch richtig schön strahlen. Wichtig ist natürlich hier auch ganz klar zu sagen, die Tiefe vom Bild, das ist ein klassisches Weitwinkelobjektiv und auch wichtig zu wissen, dass wir eben immer auch nach dem Vordergrund achten sollten, dass eben das Auge auch etwas zu spielen hat. Wenn der Vordergrund nichtssagend ist, dann wird der Betrachter sehr schnell dann dieses Bild eben auch zur Seite legen. Bei dem Bild ist ganz klar zu sagen, dass Diego hier nach dem Seitenverhältnis vom ursprünglichen Sensor gearbeitet hat, 4:3. Man kann bei den Kameras auch ganz gern umstellen. Also es gibt die Möglichkeit, direkt in den Kameras dann Seitenverhältnisse von 3:2, quadratisch 1:1 oder auch 16:9 direkt einzustellen. Das Ganze geht ohne Probleme mit einer relativ schnellen Einstellung über die OK-Taste und dann kann ich über das Control Panel auf der Rückseite mein Seitenverhältnis verändern. Bei dem Bild, wie gesagt, geht es in erster Linie um die Breite. Wir wollen eben beim Weitwinkelbereich natürlich wirklich schauen, was passiert denn, wenn ich eine solche tiefe Ebene habe und habe natürlich dann auch immer den Vorteil, dass ich mit gewissen Bildanteilen ganz gut arbeiten kann. Wie gesagt, dieses Bild, Vordergrund, der mittlere Bereich und der Hintergrund sehr schön kombiniert. Das Auge hat etwas zu arbeiten. Gibt es EXIF-Daten dazu? Heike, das war jetzt eine gute Frage. Leider nicht. Das hat aber eher was damit zu tun, dass ich das Bild nicht mit zusätzlichen Daten eigentlich auslasten wollte. Aber rein theoretisch kann man da natürlich kann man das nachreichen. Das ist kein Problem. Also wenn es interessiert, dann einfach kurz auf die Mailadresse, die wir bei Fotokoch unterlegt haben, kurz schreiben, welches Bild, dann schicken wir gerne die EXIF-Daten und das Bild mit zu. Gar kein Problem. Gut, gehen wir zum nächsten Bild. Das ist jetzt eher urbane Landschaften.
Landschaft heißt ja nicht nur draußen in der wilden, freien Natur, sondern eben auch in der Stadt kann es auch ganz gut natürlich mal passen. Bei dem Bild geht es mir im Grunde genommen darum, dass wir verschiedene Fluchtlinien finden und die einigen sich einmal die Geraden, die von unten links kommen, dann über die Straßenbahn in dem Bereich der Gruppe, der Personengruppen, die unscharf dargestellt sind. Nach DSGVO werden Personen natürlich in dem Moment unscharf dargestellt. Wir wollen ganz klar hier auf die Fluchtlinien Acht geben, dass das Bild eben in die Breite gezogen und ich habe die Möglichkeit, eben den Betrachter zu führen, sei es von links unten, rechts entlang, dass der Betrachter im Endeffekt wirklich bei der Gruppe hängen bleibt. Natürlich noch durch das Licht ein bisschen gestaltet, dass die Hintergruppe auch heller dargestellt ist als die gesamten Geschichten, was wir im Vorderbereich haben. Aber das Auge kann eben spielen und kann suchen und findet bei dem Bild natürlich entsprechende Informationen. Kollege aus Skandinavien, der Peter Baumgarten, auch unterwegs, ganz gerne natürlich hier mal mit dem Kajak auf einem See. Das wird entsprechend kalt gewesen sein, weil es meines Wissens Norwegen war. Und was eben hier auch sehr schön zu sehen ist, ist, dass wir eben in dem vorderen Bereich ein Motiv finden, das Kajak. Und der Betrachter sich dann natürlich über das Kajak dann die See erkämpft und bis hinten zur Sonne kommt. Und was natürlich perfekt ist, dass das Kajak gerade ausgerichtet ist, direkt auf die Sonne mit kleinen Blendensternen. Dazu komme ich nachher nochmal, wie die entstehen. Aber das Auge hat hier eben auch sehr viel zu arbeiten und kann eben immer wieder was Neues entdecken. Wunderbare Struktur im Himmel. Wir haben schöne Farbgestaltung hier mit drin. Das ist natürlich durch die Lichtstimmung gegeben, die nicht immer so direkt vor Ort ist. Es wird immer wieder auch Bilder geben oder Situationen geben, wo es eben dann von den Farben her gar nicht so interessant ist. Aber es gibt dann noch den einen oder anderen Trick und da komme ich eben auch im Laufe der nächsten Bilder auch ganz kurz mal zurück. Bleiben wir mal beim Vordergrund. Ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, alles was bei einem Superweitwinkel, bei einem Ultraweitwinkel im unteren Bereich, im vorderen Bereich stattfindet, da sollte der Betrachter auch wirklich etwas finden. Und wir haben hier jetzt eine Aufnahme mit diesen gestalteten Steinen. Sprich, der Fotograf hat in dem Moment die Steine genauso vorgefunden, hat sie nicht selber dorthin gebaut. Kann man, glaube ich, auch ganz gut erkennen, weil die schon eine Weile da liegen. Aber wichtig ist eben dann auch diese Bildkomposition dementsprechend aufzubauen. Klassischerweise, wenn ich so ein Motiv habe, dann ruhig mal etwas weiter nach rechts, etwas weiter nach links, weiter nach oben, nach unten zu gehen und einfach schauen, was passiert, nicht mit dem Vordergrund, sondern was passiert mit dem Hintergrund. Gibt es dort irgendwelche unscharfe Bestandteile, die mich vielleicht stören im Bild? Oder gibt es etwas, was ich auf jeden Fall mit einbauen möchte? Eigentlich wäre jetzt hier noch ganz schön gewesen, wenn man im Hintergrund noch einen direkt hinter den Stein, vielleicht einen etwas helleren Fleck bekommen hätten, Lichtreflex oder sonst irgendetwas. Und man kann eben dann in dem Moment auch solche Steine entsprechend herauskristallisieren, herausarbeiten, um den Betrachter auch wirklich etwas zum Arbeiten zu geben. Wichtig auch hier, ganz klar, Schärfe, Unschärfe, am liebsten natürlich vorn unscharf, dann eine leichte Schärfe, dann nach hinten wieder unscharf, dass, wie gesagt, das Auge entsprechend auch sehr schön arbeiten kann und wir uns natürlich durch die hohen Lichtstärken, die wir zur Verfügung haben, auch ein bisschen absetzen möchten von, nennen wir es ruhig mal Smartphone-Fotografie oder anderen Systemen, wo man eben dann mit Schärfe, Unschärfe nicht ganz so gut spielen kann. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vor allem bei Ultraweitwinkelobjektiven, ist die Belichtungsmessung. Ein Punkt, der leider immer wieder auch ganz gern mal übersehen wird. Ich habe eine Situation hier von einem netten Kollegen, dem Michael Gutmann, der hier einen sehr, sehr schönen Himmel, eine sehr, sehr schöne Wolkenzeichnung erwischt hat. Die Berge unten und im Grunde genommen ist es so bei dem Bild, dass wir oben zu hell sind und unten eigentlich im Originalbild wesentlich dunkler fahren würden. Was kann ich tun in dem Moment? Mit einer Langzeitbelichtung arbeiten? Ja, wenn das jetzt auf das Bild geeignet ist, ja, kann man vielleicht, aber wenn ich eine reine Langzeitbelichtung mache, wird natürlich alles, was an Lichter vorhanden ist, auch heller werden.
Das wird bei dem Bild natürlich dann eher kontraproduktiv, dass die Wolken dann überstrahlen und vielleicht gar keine Zeichnung mehr zu finden ist. Mein Tipp bei so einer Situation ist, einmal die Belichtungsmessung zu variieren, also statt der klassischen Mehrfeldmessung vielleicht einfach mal auf eine Spotmessung runtergehen und zu versuchen, seine Position, der angemessene Punkt bei einer Spotmessung wird nur ein kleiner Punkt von 2 bis 5% des Suchers gemessen. Alles, was außenrum sonst noch vorhanden ist, wird ignoriert. Aber das wird auch bei dem Bild nicht wirklich zum Erfolg führen. Da kann ich dann eher noch empfehlen, nutzen Sie die Möglichkeit, die Kamera haben, und die heißt in dem Moment Tonwertkorrektur. Es gibt bei der beispielsweise EM5 oder EM1 direkt neben dem Sucher eine kleine Taste, die mit einer Welle ausgelegt ist, und das ist die Tonwertkorrektur. Einmal drücken und Sie können jetzt mit den Rädchen, Daumenrädchen, Zeigefingerrädchen entsprechend, die Lichter und die Schatten entsprechend anpassen. Das heißt, die Lichter kann ich erhellen, also aufhellen, abdunkeln, ohne dass der Schatten beeinflusst wird. Und andersrum, den Schatten kann ich nach oben ziehen, heller machen oder dunkler machen, ohne dass die Lichter beeinflusst werden. Und das ist im Grunde die einfachste Geschichte. Ja, da kommt gleich der nächste Tipp, mit dem Filter arbeiten. Perfekt, wenn man dabei hat, einen Grauverlaufsfilter in dem Moment. Das heißt, ich dunkle den oberen Bereich, den Himmelbereich ab und kann den unteren Bereich, den dunklen Bereich dann optimal belichten. Das ist natürlich dann auch die nächste Möglichkeit. Aber dran denken, den Filter auch mitzunehmen. Mir passiert jetzt immer wieder, dass ich die Filter dann zu Hause oder im Hotel liegen lasse. Und dann kommt man in so eine Situation und man kommt nicht weiter. Deshalb der Tipp, wie gesagt, probieren Sie es einfach mal mit der Tonwertkorrektur, die bei den Kameras mit eingebaut ist. Bei den 1 und bei den 5er Direkttaste, bei der 1 oder anderen 10er kann ich sie eben auch direkt auf eine Taste dann mehr legen. Klassisches Spiel für eine Ultra-Brennweite, eine ultra-kurze Brennweite ist natürlich das Spiel mit der Perspektive. Wenn ich mit einem Normalbrennweiten oder mit der Telebrennweite dann mein Objektiv nach oben richte, dann wird es nicht mehr ganz so spektakulär. Aber dadurch, dass ich eben jetzt einen sehr, sehr breiten Winkel mir verwende und den nach oben richte, dann ist das einfach ein ganz anderer Blickwinkel, den ich normalerweise mit meinem normalen Auge so nicht erwischen kann. Die Aufnahme ist bodennah entstanden, das heißt Kamera mit Monitor ausgeklappt, einfach relativ dicht über dem Boden platziert in diesem Rapsfeld und dann einfach geschaut, dass man auch die Sonne dementsprechend noch mit reinbekommt. Ich habe es vorher angesprochen, es gibt ja die wunderbaren Blendensterne, die hier zu sehen sind. Ganz früher hat man die Filter verwendet, es gab so Sternenfilter, die man aufschrauben konnte, die man heutzutage aber wirklich nicht mehr verwendet. Aber hier kann ich es eben relativ einfach auch gestalten. Die Blendensterne entstehen, wenn ich einen sehr, sehr kleinen Lichtreflex mit drin habe und meine Blende schließe. Wir haben hier Blende 11. Alles, was ab 8 nach oben geht, also 8, 11, 16 oder gar 22, desto stärker wird dieser Sterneneffekt zu sehen sein. Also das immer so als kleiner Tipp am Rande, wenn ich eine Situation habe, wo ich vielleicht die Sonne mit im Spiel habe, wo ich irgendwelche kleinen Lichtquellen im Spiel habe. Jetzt ist Weihnachten gerade vorbei. Naja, schon 3 Monate wieder her. Aber auch da könnte ich eben mit den Lichterketten auch diese Sterne ganz gut hervorzaubern, indem ich einfach die Blende runterregel auf 11, 16 oder 22. Es gibt dann immer noch so einen kleinen zusätzlichen Kniff bei den Bildern. Wie gesagt, der Vordergrund, eine ganz, ganz wichtige Situation. Das ist hier beispielsweise am Obersee in Bayern. Der Fels, den wir rechts sehen, der sollte eigentlich der Blickfang erstmal sein. Jetzt war aber natürlich das Problem, dass rechts eigentlich es nicht mehr weiterging, außer man wäre ins Wasser gegangen. Aber ich wollte dieses Bild trotzdem natürlich machen. Und habe mir dann einfach überlegt, okay, ich nehme das Blätterdach als Umrahmung mit rein und ich habe hinten natürlich noch den Blickfang für dieses Bootshaus, das schön im Wasser ist. Das ist übrigens eins der meist fotografiertesten Motiven, etwas weiter, wenn Sie etwas weiter links stehen würden, Bootshaus entlang Richtung Berge. Das finden Sie auf Instagram bis zum Abwinken. Die Lichtsituation oder den Blickwinkel gibt es dann nicht ganz so häufig, aber auch häufig.
Also habe ich jetzt so ein Bild gemacht und irgendwie fehlte mir dann auch hier noch so die letzte Geschichte, wo ich gesagt habe, ja, das macht mich jetzt an, dieses Bild. Und zum Glück haben wir ja in unseren Kameras die Artfilter mit eingebaut. Jetzt gibt es ganz viele Fotografen, die sagen, nein, Artfilter mache ich lieber nachher in der Bildbearbeitung. Sicherlich kann man machen, aber ich gehöre eher zur Kategorie, ich will das Bild schon direkt beim Fotografieren für mich am liebsten zu 100% perfekt haben. Wenn es nur 95% sind, ist auch in Ordnung. Dann muss ich nicht mehr ganz so viel nacharbeiten. Das ist ein Artfilter, Bleached Bypass heißt das Ganze, der die Kontraste verändert, der im Grunde das Grün, die Farbe jetzt etwas anhebt und alle anderen Farben dann im Grunde genommen eher ein bisschen absenkt. Und im Grunde, wenn man das Bild genau anschaut, gibt es außer Grün und Braun keine anderen Farben hier drin. Das Blau ist auch eher ins Grünliche gewandert, obwohl das wirklich ein sehr schönes blaues Wasser war. Aber der Filter macht es dann wirklich grün. Und das hat mich dann im Grunde genommen dazu angeregt, das Bild genau mit diesem Filter zu machen. Klassisches Bild, was wir ganz gern auch mal im Sommer am Strand machen, wenn es wieder erlaubt ist. Wir gehen an den Strand, wir haben vielleicht so einen kleinen Sonnenuntergang. Das sind jetzt die Farben noch nicht ganz so kräftig, wie es hätte sein können. Mit einem Polfilter hätte ich es ein bisschen kräftiger machen können. Jetzt schaue ich ganz kurz, der Bernhard Watzinger fragt, was ist bei den beiden Bros 8mm 7-14 die optimale Blende für Blendensterne? Gleiches Spiel, dieses Rapsbild war mit dem 8mm gemacht und die Blende war auf 11 gestellt. Also alles, was auch mit 8 kriege ich schon Blendenstern hin. Ich wollte ein bisschen größer haben, deshalb 11. Und wenn ich eben weiter die Blende schließe, 16 oder 22, werden sie größer, länger in dem Moment. Sind die beiden gut für High-Res-Aufnahmen uneingeschränkt zu empfehlen? Uneingeschränkt, Bernhard. Da kann ich nur sagen, ja, das kann man perfekt sogar einsetzen im Ultra-Weitwinkelbereich. Ich habe ein Bild sogar mit drin im High-Res-Shot, was mit dem 7 bis 14 mm gemacht worden ist. Kommen wir aber nachher nochmal drauf. Gut, halt, nochmal eins zurück. Jetzt vor lauter Blabbern habe ich das Bild vergessen zu zerreißen, weil ganz ehrlich, das ist natürlich kein Bild, was man sich lange anschaut. Klar ist so ein Schnappschuss, den man aus der Hüfte gemacht hat, aber eigentlich uninteressant. Was gibt es für eine Möglichkeit? Ich suche mir ein zusätzliches Motiv. Also ich könnte jetzt weiter nach links, weiter nach rechts wandern. Vielleicht kommt ein Steg, vielleicht kommt ein Schiff, vielleicht kommt irgendwas, eine Boje oder ein Schwan, eine Ente. Aber leider auf diesem Fleckchen gab es gar nichts. Und dieses gar nichts hat mich dann dazu bewegt, einfach mal die Position zu verändern. Und zwar aus der Kopfsicht einmal nach unten in die Froschperspektive. Und dann bekomme ich die Steine, die unten im Wasser sind, noch mit rein. Damit hat das Auge etwas zu arbeiten, kann im Grunde genommen sich das Bild auch einzeln erarbeiten. Aber ganz ehrlich, auch das Bild ist jetzt nicht so, dass man sich an die Wand hängen müsste. Aber es geht eben wirklich um den Unterschied zwischen oben und unten aus dieser klassischen Ansicht vom Kopf nach unten. Heike fragt, passt die Blende 11 oder 14 bei Blendensternen zur gewünschten Tiefenschärfe? Ausprobieren kann ich jetzt nur sagen. Bei dem Rapsbild ging es mir ja wirklich auch um den Schärfebereich von ganz unten bis nach oben hin. Deshalb passt natürlich die Blende 11. Es gibt sicherlich mal eine Situation, wo es vielleicht etwas haarig wird, aber ich kann nur empfehlen, ausprobieren. Und gerade bei den Ultra-Weitwinkelobjektiven bitte immer direkt kontrollieren. Ich komme nachher beim Fischei nochmal auf das Thema. Die Kontrolle beim Bild ist direkt nach dem Auslösen extrem wichtig, weil es gerade bei Ultra-Weitwinkel immer passieren kann, dass man aus Versehen irgendwelche störenden Elemente im Hintergrund, an der Seite, wie auch immer, mit reinnimmt. Ganz unbewusst, weil man eben diesen breiten Winkel gar nicht mit dem Auge abdecken kann. So, jetzt gucken wir uns nochmal das nächste Bild an, was hoffentlich dann doch wieder interessanter ist. Museum Louvre, auch eine ganz tiefe Position, auch wieder natürlich jetzt keine klassische Landschaft, aber wichtig in dem Moment, einfach mal zu sehen, was kann ich machen, wenn ich mich ganz strikt an die Geraden halte. Also nicht nur die Treppengerade, sondern auch zu versuchen, rechts, links die Fenster, die Säulen genau so zu platzieren, als wäre dieses Bild einmal in der Mitte gefaltet und gespiegelt worden. Wenn ich in so einer
Lichtsituation bin und habe eben Personen im Bild. Meine Empfehlung immer leichte, längere Belichtungszeit. Das ist hier eine Achtelsekunde, damit die Personen dann auch wirklich durchwischen und sie nicht scharf abgebildet sind. Wenn die Personen scharf abgebildet sind, ist es eher ein Schnappschuss. Und bei Schnappschüssen müsste ich jetzt die Personen kennen. Ich kenne aber die Damen und die Herren, die hier entlanglaufen, Gott sei Dank nicht oder wie auch immer nicht. Und dementsprechend, wie gesagt, lieber unscharf, damit auch der Betrachter nachträglich nicht erkennen muss, kenne ich jetzt den rechts, links die Person oder nicht. Kommen wir zum anderen Thema, was vor allem im Weitwinkelbereich immer wieder auch mal gefragt wird, ist dieses Motiv querformatig interessant oder hochformatig interessant? Hier ein Bild aus dem Westerwald in Hessen. Sehr diesiger Morgen, es war nasskalt, es war im Herbst. Ich glaube, man kann es schon an der Lichtstimmung erkennen, das ist nicht so angenehm warm gewesen. War so die Kälte kroch auch schon ein bisschen vom Boden hoch. Aber irgendwie ist es natürlich sehr mittig aufgebaut. Die Spuren unten sind enden im Grunde fast in der Bildmitte. Und alles, was so aufgebaut ist, ist im Grunde genommen erstmal etwas langweiliger. Also einmal den Test gemacht und als Hochformat eingesetzt. Jetzt nehme ich mich mal ganz kurz da oben raus. Und da sieht man, dass natürlich das Bild im Hochformat besser wirkt, weil das weiße etwas in der Mitte jetzt nicht mehr so dominant genau in der Bildmitte sitzt, sondern etwas nach unten, ein Drittel unten, zwei Drittel oben abgedeckt ist. So, nehmen wir nämlich wieder mit rein. Also gerade bei Superweitwinkel empfehle ich immer ruhig einmal vom Querformat wegzugehen aufs Hochformat. Für eine Präsentation ist ein Hochformat natürlich überhaupt nicht geeignet, aber ich glaube, im direkten Vergleich kann man ganz gut sehen, dass man eben ruhig mal die Kamera drehen und wenden sollte und einfach schauen sollte, was passiert denn mit dem Motiv. So, jetzt schaue ich nicht, dass eine Frage runtergerutscht ist. Nein, alles gut. Gut, wandern wir einmal weiter, wenn mein Computer weiter möchte. Aber jetzt, danke. So, nochmal urbane Landschaften. Wir haben die Thematik, dass wir vor einem Gebäude stehen und mit dem Ultraweitwinkel, wenn ich ein Gebäude leicht unterhalb platziert, nach oben ausrichte, dann kippt mir das Gebäude nach hinten weg. Die sogenannten stürzenden Linien. Das kann nicht nur in der Stadt passieren, vor dem Gebäude, das kann natürlich auch in der Landschaft passieren. Wenn ich vor dem Berg stehe, wenn ich vor wunderschönen Mammutbäumen stehe oder vor einem wunderschönen Laubbaum, der ein großes Blattwerk hat und mir kippt der nach hinten weg, dann ist das natürlich sehr, sehr schade, weil das Bild natürlich etwas zerstört. Was kann ich tun? Auch hier natürlich wieder, klar, ich kann im Nachhinein am Computer versuchen, den Baum wieder aufzurichten, das Gebäude in dem Moment aufzurichten und dementsprechend wieder zu shiften, heißt das Ganze. Es gab ganz früher diese speziellen Objektive, Shift- und Tilt-Objektive, die genau dafür gebaut wurden, dass man eben im Weitwinkelbereich diese stürzenden Linien wieder gerade richtet. Ganz ehrlich, alles, was unter Mittelformat war, also alles, was unter 6x6 cm damals ausgelegt war, war eigentlich gar nicht so wirklich sinnvoll, weil ich relativ wenig Möglichkeiten hatte, meine Verstellung einzubauen. Das waren ein paar Millimeter, vielleicht mal ein Zentimeter, wo ich ein bisschen nach oben oder unten schieben konnte, aber die Wirkung war gar nicht so groß oder so vielversprechend. Alles, was größer war, also Mittelformat oder Großformat, eben die ganz großen Kameras, da hatte ich viel mehr Möglichkeiten und konnte eben nicht nur die Bildebene verändern, meine Objektivebene, sondern eben auch damit die Motivebene komplett kombinieren und solche Motive dann auch gerade richten. Jetzt arbeiten wir aber nicht mehr mit solchen Systemen. Wir arbeiten mit kompakten Bauweisen. Wir haben schöne, kleine, kompakte Gehäuse. Dann will ich natürlich nicht so ein großes Brimborium mit mir rumschleppen müssen. Dafür gibt es bei den Kameras, bei den ganzen OMDs aktuell und bei den Pens eine Funktion, die heißt Keystone-Korrektur. Keystone-Korrektur versteckt sich im Aufnahmemenü 2 und ist für mich eine der wichtigsten Eigenschaften, gerade in der Architekturfotografie, aber eben auch, wenn ich im Gebirge bin, um diese Motive mit Superweitwinkel wieder aufzurichten. Jetzt haben wir dieses Bild, das Humboldt-Forum in Berlin,
Ich stehe auf der anderen Seite vom Wasser und mein Gebäude kippt nach hinten weg. Also, was mache ich? Ich drücke einmal die Taste. Bei mir ist es bei dem 714er auf die Funktionstaste aufgesetzt. Und dann kann ich dieses Gebäude gerade richten. Und zwar vor der Aufnahme. Ich drücke diese Taste, also Taste ist am Objektiv, und kann dann mit dem Rändelrad vorn und hinten entsprechend das Gebäude entweder aufrichten, stärker abkippen, ich kann es zur Seite neigen oder wieder in die andere Richtung neigen. Wenn ich auch ein Hochformat habe, auch da kann ich das komplett verändern. Das kann ich nur empfehlen, immer direkt einzusetzen, weil man sich dann extrem viel Nacharbeit spart. Früher war so, man hat natürlich das auch ganz gern, bevor diese Funktion eingebaut wurde, das am Rechner gemacht. Und dann, bei mir war es meistens so, dass ich zu wenig Himmel drauf gelassen habe. Dass ich eben das Bild nicht mehr so genau ausrichten konnte, dass mir rechts, links oder auch oben einfach zu wenig Luft vorhanden war, um das Bild überhaupt wirklich gerade zu bekommen. Hier mache ich das vor der Aufnahme. Ist übersetzt eine sogenannte Trapezkorrektur und ich habe eben den ganz großen Vorteil, dass ich die sofortige Kontrolle habe. Und ich muss mich eben nicht darauf verlassen, dass ich vielleicht zu viel oder dass ich genügend Reserve drin habe, sondern ich habe hier die sofortige Kontrolle und dementsprechend kann mir da nichts mehr passieren. Wenn ich mit Schutzlinien arbeite, dann aber richtig. Dann haue ich es also auch mal so richtig rein, wie hier zum Beispiel, das ist das sogenannte GSW-Gebäude in Berlin. Eigentlich auch eines der meist fotografiertesten Gebäude wahrscheinlich in Berlin. Charakteristisch ist hier diese Sonnenblende mit den verschiedenen Rotstrukturen, Rotfärbungen vorhanden. Und gemacht wurde das Bild mit den 8 mm, extrem nah rangegangen an das vordere Gebäude. Und dann die Kamera nach oben geschwenkt und dementsprechend kippt mir jetzt wirklich das Gebäude komplett nach hinten weg. Aber wenn, dann mache ich es eben wirklich komplett und möchte auch diesen Effekt dann auch dort drin verzeichnet haben. Jetzt haben wir über Landschaften gesprochen, jetzt haben wir über Gebäude gesprochen, über Architekturfotografie. Kann ich denn so einen Superweitwinkel beispielsweise auch bei Tier- oder bei Personenaufnahmen einsetzen? Schwierig. Wenn ich einen Ultraweitwinkel einsetze, dann kann es mir passieren, dass das Ganze gleich etwas, nennen wir es mal, Cartoon-mäßiges vielleicht rüberkommt. Aber es gibt auch Situationen, wo es ganz gut passt. Und ich habe hier das wilde Tier von der Alm fotografiert und habe eben den ganz großen Vorteil gehabt, dass dieses kleine Kälbchen, das war noch relativ jung, mich auch wirklich sehr nah rangelassen hat. Objektiv ist das 7 bis 14 mm. Habe eine Naheinstellgrenze von gerade mal 20 cm und dementsprechend sieht man ganz gut, dass direkt hinter dem Huf die Schärfe beginnt. Über den Kopf, den Körper, aber den Hintergrund dann auch schon wieder in die Unschärfe einfließen lässt. Und wichtig ist eben dann in dem Moment ganz klar einfach mal zu sehen, dass man eben auch mit wilden Tieren dementsprechend auch das Superweitwinkel ganz gut einsetzen kann. Hier diesen Lichtreflex habe ich extra so gesetzt, dass er eben wirklich über den Kopf dann kommt. Ich habe noch ein paar andere Bilder, wo das Ohr von dem Kälbchen dann die Sonne so abgedunkelt hat oder so abgedeckt hat, dass eben kein Lichtreflex entsteht. Aber das ist natürlich immer eine Geschmacksfrage. Mir persönlich hat das am besten gefallen, deshalb habe ich es hier mit reingenommen. Kommen wir jetzt zu dem ersten Objektiv, was wir aktuell in der Aktion mit drin haben. Das ist das 9 bis 18 mm, ein ultra kompaktes Objektiv, das mich in die Lage versetzt, eigentlich immer das Objektiv dabei zu haben. Und wenn ich mir das einmal genau anschaue, ich nehme es mal, zeige es mal direkt von hier, von oben. Das ist das Objektiv, klein, kompakt. Ich glaube, noch kompakter geht es fast gar nicht, wenn ich einen Superweitwinkel mir mit ansetze. Und das ist beispielsweise auch meine aktuelle Street-Kombination. Das heißt, wenn ich eben wirklich Street-Fotografie mache und im Grunde würde ich so schnell agieren möchte und ich möchte alle Möglichkeiten, die mir das System zur Verfügung stellt, aber alles in einer sehr kompakten Bauweise, dann habe ich eben hier das mit der EM10 und mit dem 9 bis 18. Wenn Sie jetzt sagen, das ist aber schon ein bisschen kurz und wenn ich jetzt fotografiere, dann gibt es nämlich einen kleinen Trick an der ganzen Geschichte und zwar den dickeren Ring, den hinteren, einmal rausdrehen und dann, vielleicht haben Sie es gehört, gibt es so einen kleinen
kleinen Raster. Und jetzt ist es aus der Parkposition raus. Ich kann jetzt zoomen und es geht nicht mehr automatisch in die Parkposition. Dafür gibt es hier an der Seite, hier unten, einen kleinen Hebel, den nach vorn ziehen und ich kann es so wieder einfahren. Und jetzt habe ich eben wieder diese ganz kleine, kompakte Bauweise und habe eben den ganz großen Vorteil, dass ich dann die Kamera oder die Kombination auch sehr gut immer in die Tasche stecken kann und immer dabei haben kann. Deshalb, das ist so für mich eigentlich eine optimale Kombination, weil das Packmaß und vor allem natürlich das Gewicht auch mich in die Lage versetzt, eigentlich immer aktuell unterwegs zu sein und immer eine Kamera dabei zu haben. So, also 9 bis 18 mm, Bildwinkel bis zu 100 Grad, also auch schön in die Breite. Und dementsprechend habe ich eben auch die Möglichkeit, würde ich im Superweitwinkel schon zu arbeiten. Das ist eines der ersteren Objektive, die es aktuell im System noch gibt. Aber da sieht man schon, was für eine Qualität damals schon gebaut worden ist. Am Design sieht man, dass es eben die erste Bauserie ist. Aber ganz ehrlich, es ist so eine Schärfeleistung und es ist so eine Bildwiedergabe, eine Dynamik, die das Objektiv mitliefert. Ich brauche da keine andere Version. Man sieht es hier am Gewicht, 155 Gramm, das kann ich in die Tasche stecken. Ich habe es persönlich immer dabei, wenn ich nicht bewusst mit einem Weitwinkel unterwegs sein möchte. Und habe eben dann die Möglichkeit zwischen meiner Standardbrennweite, das ist entweder das 1240 oder das 12100, dann eben auch mal kurz zu wechseln und einen super Weitwinkel dabei zu haben. Von den Bildern her, das ist zum Beispiel jetzt ein Bild, was genau so entstanden ist. Es ging um ein Location Scouting. Ich suchte ein paar Plätze, um Landschaftsfotografie mit Graufiltern durchzuführen. Das Ganze ist an der Ostsee, auf Zingst. Und ich habe eben hier den großen Vorteil gehabt, dass ich dieses Objektiv in der Tasche hatte. Eigentlich mit dem 12 bis 40er unterwegs war, um, wie gesagt, eigentlich nur so ein paar Ecken zu fotografieren, wo ich dann zwei Tage später mit meiner Gruppe hin wollte. Aber dieser Steg hat mich natürlich dann gleich dazu angeregt, mit dem Superweitwinkel zu arbeiten. Und wie gesagt, das 9-18er zum Glück dabei gehabt, weil es eben so klein und kompakt ist und ich es perfekt einsetzen kann. Bei dem Bild selber muss man natürlich sagen, das ist jetzt natürlich wieder so eine Bildmitte-Geschichte. Was aber mit diesen ganz strikten Linien, mit dieser ganz strikten Linienführung eigentlich ganz gut vereinbar ist, dass ich eben wirklich in die Bildmitte reingehe. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn wir ganz hinten noch ein zusätzliches Motiv vielleicht hätten, ein Schiff oder eine Person. Gab es aber leider in dem Moment nicht, weil ich natürlich auch alleine unterwegs war. Aber gut, das nächste Mal nimmt man ganz einfach jemanden mit, am besten mit einer roten Jacke oder einem roten Schirm, um so einen Eyecatcher zu haben. Jürgen fragt, ist das alte 47 noch State of the Art und empfehlenswert? Ja, das definitiv. Das 47er 4.0 gehört zum E-System, ist also aus der Spiegelreflex-Serie und mit dem entsprechenden Adapter MMF 1, 2 oder 3. Da dürft ihr dann entscheiden, beziehungsweise wenn es eben kein Originaler ist, dann gibt es von diversen Zulieferern natürlich auch den einen oder anderen Adapter einfach adaptieren und man kann damit perfekt alles umsetzen. Es sind alle Funktionen werden übertragen, das heißt Autofokusfunktion, Belichtungsmessung, direkte Übertragung ist komplett vorhanden. Und der 714er 4.0 hat für mich nur einen einzigen Nachteil, ist vielleicht ein bisschen zu viel, Haken. Nennen wir es einfach nur einen leichten Haken. Es ist wesentlich größer und damit auch natürlich einen Ticken schwerer als die aktuelle Version 714 2.8. Wie sie das geschafft haben, dass sie das Objektiv kleiner bauen konnten, aber mit einer höheren Lichtstärke und trotzdem die hohe Schärfeleistung, das ist natürlich das Wunderwerk im optischen Labor gewesen. Da sind einige neue Linsen mit drin, die das Ganze eben möglich gemacht haben. So, gehen wir weiter bei den Bildern. Wir gehen mal weg von der See, gehen mal wieder in den Wald. Und auch das Bild ist im Westerwald entstanden. Im Grunde sogar am selben Morgen wie das Hoch- und Querformatbild. Auch hier ging es eigentlich darum, ich hatte erst das 12 bis 40 mm drauf. Da fehlte mir aber rechts und links ganz einfach so ein bisschen mehr an Informationen. Und ich konnte aber gar nicht weiter zurück, weil direkt hinter mir auch ein großes Schild stand,
dass er erklärt hat, was dort eigentlich zu sehen ist. Das ist eine Kirche, die eben unter freiem Himmel ist. Am dicken Barm heißt es dann dort vor Ort. Und deshalb konnte ich also nicht weiter zurück, aber zum Glück hatte ich eben das 9 bis 18 in der Tasche und konnte eben hier rechts, links mir dann mein Volumen, was ich haben wollte, noch mit draufsetzen. Wichtig eben, ich habe im Vordergrund die Steine, wo die Betrachter natürlich dann auch etwas sich orientieren können. Ich habe einige zusätzliche Punkte wie das Kreuz und eben natürlich diese Lichtstimmung, um dem Betrachter etwas zu arbeiten zu geben. Ja, wichtig ist als Fotograf, dem Betrachter was zum Arbeiten geben, dass man eben das Bild nicht mit einem Blick erfasst, sondern sich schon immer wieder mal ein bisschen, oh, da ist noch was und hier ist noch was, zu erkennen gibt. Ein weiteres Spiel, was wir an der Ostsee in Zingst natürlich sehr, sehr häufig haben, wenn ich hier ein paar Bilder von Zingst drin habe, dann ist es relativ einfach zu erklären, weil wir in Zingst das Fotofestival haben, Horizonte Zingst, im Mai, Juni jedes Jahr, außer letztes Jahr. Aber wenn man eben dort oben ist, dann geht es immer darum, dass man mit seinen Gruppen, mit seinen Workshop-Gruppen entsprechend Lichtsituationen und auch Locations findet, die vielleicht nicht jeder andere Workshop-Leiter findet. Das Ding ist allerdings so eine Standardgeschichte. Das ist der alte Steg, der eigentlich direkt neben der Seebrücke liegt. Und ich mich eigentlich immer wieder geweigert habe, diesen Steg überhaupt zu fotografieren. Jetzt war ich an einem Morgen mal unterwegs, um Lichtstimmung herauszufinden. Das Bild ist morgens um 6 entstanden. Und ich bin an diesem Steg vorbei und ich dachte mir so, jetzt musst du doch mal probieren, mit diesem Steg dich anzufreunden. Habe diverses ausprobiert, aber auch hier kam ich nicht auf den finalen Schuss. Bis dann natürlich wieder mal so der kleine Trick mit ins Spiel kommt. Wir setzen einen Artfilter ein. Also die Breite ist klar, mit dem 9-18er hatte ich optimale Breite, aber die Wolken, die jetzt hier sehr, sehr kräftig wirken und natürlich sehr kontrastreich vorhanden sind, waren so gar nicht im Original. Also habe ich den Artfilter dramatischer Effekt oder dramatischer Ton auf Schwarz-Weiß-Basis eingesetzt. Und deshalb hier komplett Farbe rausgezogen, in den Wolken mehr Strukturen durch diesen dramatischen Effekt. Und dementsprechend ja, hat es fast schon so ein bisschen Weltuntergangsstimmung, wobei das wirklich ein sehr schöner Morgen eigentlich war. Aber nur durch den Effekt im Grunde dieses Bild dann auch zu wirken begonnen hat. Was hat dieses Objektiv noch, was man nicht verheimlichen darf, ist natürlich die Naheinstellgrenze. Mir bringt natürlich so eine Ultra-Weitwinkel-Brennweite nichts, wenn ich eine Naheinstellgrenze von einem Meter habe, weil dann von einem Meter bis unendlich, da ist sowieso fast alles scharf, außer ich habe natürlich wirklich eine Ultra-Lichtstärke. Aber interessant ist es ja wirklich, wenn ich näher rangehen kann. Und bei dem Objektiv kann ich auf 25 cm von Sensorebene rangehen. Das heißt, Sensorebene ist, wenn ich also die Kamera nehme, jetzt mache ich nochmal die große Variante, wenn ich die Kamera nehme, Objektiv ausfahre, dann sind die 25 cm ab hier Richtung Motiv. Das heißt, 25 cm ungefähr hier, dann ist die Differenz zur Frontlinse nur noch 15 cm, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, ungefähr. Und dementsprechend kann ich also sehr, sehr nah rangehen, um eben dann in so einer Situation die Puppen an der Wand dementsprechend auch sehr massiv in den Vordergrund zu rücken. Und trotzdem eben mit Schärfe, Unschärfe zu spielen, damit mir der Hintergrund im Grunde genommen dann auch nicht mehr großartig ins Gewicht fällt. Die Schärfeleistung, wie gesagt, ist bei dem 9-18er fantastisch, vor allem für diese kompakte Bauweise und natürlich auch für den Preis, den wir hier aufrufen. Gut, wandern wir weiter und gehen zum Spezialobjektiv, und zwar zum 8mm 1,8 Fisheye. Eine Pro-Version. Der Unterschied zum 9-18er ist dann bei Standard zu Pro. Möchten wir natürlich ganz klar herausarbeiten. Die Pro-Variante ist auf jeden Fall spritzwassergeschützt. Alle Objektive sind natürlich frostsicher, also egal ob Standard oder Pro, aber alle Pro-Objektive sind definitiv eben spritzwassergeschützt. Es gibt ein paar Standardobjektive, die das auch sind. Die haben dann so einen kleinen Tropfen auf der Kennzeichnung, also auf den Prospekten beispielsweise zu finden. Aber bei den Pro-Objektiven definitiv immer spritzwassergeschützt, immer abgedichtet und
sehr hohe Lichtstärken. Wir haben hier das Fisheye 8 mm 1,8, ist weltweit das lichtstärkste Weitwinkelobjektiv, das meines Wissens im Fisheye-Bereich aktuell überhaupt auf dem Markt ist. Auf jeden Fall, als es auf den Markt kam, gab es definitiv gar keins in dem Bereich. Wir haben einen Bildwinkel von 180 Grad, also wirklich Fischauge lässt grüßen, was aber dann schon wieder ein bisschen spezieller ist. Also bei dem Fisheye, bei meinen allerersten Fisheye-Versionen war es so, dass ich die 180 Grad nicht bewusst wahrgenommen habe und habe nach einem Shooting dann plötzlich gemerkt, dass immer im unteren Bereich entweder meine Schuhe mit drin waren oder im oberen Bereich ein Basecap. Bei meinen Brachthaaren brauche ich eine Abdeckung gegen die Sonne. Habe eben das Basecap drüber und der Schirm war dann auch zu sehen. Also, wenn mit dem Fisheye fotografiert wird, bitte immer darauf achten, was ist unten, was ist oben, was ist rechts und was ist links, weil 180 Grad Bildwinkel ist schon sehr viel drauf. Das entspricht definitiv nicht mehr dem klassischen Auge. Der Bernhard fragt, wie gut arbeiten die Artfilter im Vergleich zur Softwarelösung am PC, vor allem was den Erhalt der Details angeht. Also, der Punkt ist relativ einfach erklärt. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. So, der Punkt ist relativ einfach erklärt. Die Artfilter-Version in der Kamera habe ich den Vorteil, dass ich sofort bei der Bildbetrachtung bzw. bei der Aufnahme, bevor ich auf den Auslöser drücke, die Wirkung sehe. Das heißt, wenn ich den dramatischen Effekt einsetze, dann sehe ich im Sucher schon die Strukturen im Himmel oder ob der Boden etwas aufgehellt oder abgedunkelt wird. Wenn ich das nachträglich jetzt mache über die RAW-Version, also sprich ich nehme RAW-Bild und bearbeite es nachher als Artfilter in der PC oder in der Mac-Variante Workspace, das ist die Software von Olympus, dann kann ich diese Artfilter auch drauflegen. Aber die Wirkung werde ich erst im Nachhinein nicht mehr ganz so neutral beurteilen können. Wenn ich mit den Artfiltern unterwegs bin, habe ich den großen Vorteil, ich sehe dieses Bild schon vorher. Ich habe eben vorher schon die Wirkung im Sucher und ich werde definitiv ganz andere Motive fotografieren. Ich werde eben nicht im Nachhinein dann diesen Artfilter auf ein Motiv legen, wo es vielleicht passen könne. Das geht mal gut, muss aber nicht immer gut gehen. Deshalb meine Empfehlung, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann macht RAW und JPEG. Das ist die einfachste Geschichte. Dann ist das RAW, kann ich Artfilter an- und ausschalten, wie ich es möchte. Und das JPEG zeigt mir den Artfilter direkt an. Und dementsprechend ist es so auch schon abgespeichert. Also wenn man sich nicht sicher ist, ob ich es nachher über den Rechner machen möchte, dann macht mal RAW und JPEG und beachtet, dann würde ich den Artfilter im JPEG und da gibt es aber keinen Unterschied zur PC-Version. Deshalb meine Empfehlung, wenn man sich nicht sicher ist, RAW und JPEG, ansonsten ein JPEG und ich habe die direkte Version drauf. Gut. Gucken wir uns die Bilder an. Ein 8 mm Fisheye ist natürlich geeignet dazu, dass man auch wieder nach oben geht, die Sterne, die sogenannten Sternspuren sich an die Hand nimmt und die natürlich auch dementsprechend wirklich abbildet. Sternspuren waren früher immer das Thema, dass man eben 1000, 2000, 5000 Bilder machen musste, um die wandernden Sterne dann eben mit einzelnen Bildern zu haben und diese zigtausend Bilder wurden dann zusammengesteckt in der Software. Zum Glück haben wir bei Olympus ja die Live Composite Version Funktion eingebaut und diese Funktion versetzt mich natürlich jetzt in die Lage, im unteren Bereich die Häuser, die Beleuchtung der Häuser gleich hell zu lassen, aber die Belichtung oben, das sind ungefähr 2 Stunden oder 2,5 Stunden, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber mindestens 2 Stunden durch die Länge der Striche zu urteilen. Und der Vorteil ist in dem Moment, wenn ich 2 Stunden ein Haus belichte, das so eine leichte Beleuchtung hat wie unten links das gelbe Haus, dann würde das komplett überstrahlen. Da wäre von dem gelben Haus nichts mehr zu sehen. Live Composite macht was anderes. Ich gebe im Grunde genommen nur die Grundbelichtung vor, so dass das Haus richtig belichtet ist. Und dann öffnet die Kamera den Verschluss und nimmt nur noch Lichter auf, die dazukommen. Da sich die Erde dreht, drehen sich auch die Sterne für uns zumindest weg und wandern immer über das Bild. Und die Kamera merkt natürlich, oh, da ist zusätzliches Licht und nimmt diese Sterne mit auf. Unten das Haus, das bewegt sich hoffentlich nicht. Und dementsprechend wird es immer gleich hell bleiben und wird eben nicht
immer heller werden in der Belichtung. Also wie gesagt, über 2 Stunden Belichtungsdauer hier bei dem Bild. Und was vielleicht hier noch anzumerken ist, dieses Bild ist entstanden Richtung Berlin. Und Berlin hat natürlich wie jede Großstadt das große Problem, zu viel Licht, zu viel Lichtverschmutzung, wenn wir das richtig aussprechen wollen. Gerade für Sternenfotografie ist das eigentlich eine tödliche Geschichte. Aber durch gute Wetterlage konnte ich also hier trotzdem Sternspuren direkt über Berlin fotografieren. Wenn man klassischerweise natürlich Sternspuren fotografiert oder Milchstraßenfotografie machen möchte, sucht man sich eher dunklere Ecken. Da gibt es also diverse sehr dunkle Ecken. Auch in der Nähe von Berlin gibt es zum Beispiel den Sternenpark Westhavelland. Also wenn man in die Nähe kommt, dort ist es so dunkel, glaube ich 40 Kilometer westlich von Berlin, da ist es so dunkel, da kann man also die Milchstraße mit perfekten Vorbedingungen fotografieren. Neben Sternspuren gibt es natürlich auch die wilden Tiere. Wir haben vorher das Kälbchen gehabt, jetzt haben wir hier den Drachen. Nein, natürlich nicht, sondern den Haus- und Hofhund. Und normalerweise gehe ich bei Tieren immer aufs Auge. Also ein Porträt von dem Tier oder vom Menschen ist ja immer darauf ausgelegt, dass das Auge scharf gestellt ist. Dann sagt der Betrachter, ja, das ist ein scharfes Bild. Jetzt habe ich hier aber ganz bewusst nur die Nase scharf gestellt und arbeite mit einer Lichtstärke von 1,8. Das heißt, sofort nach hinten, aber auch nach vorn sieht man ja, dass die Grasbüschel, die direkt davor sind, auch unscharf sind. Dann kann ich mit einem Fischei, was bisher nie möglich war, Schärfe, Unschärfe so detailliert trennen. Das ist schon fantastisch und das ist wirklich ein Wahnsinn. Da kann man also auch ruhig Porträts mal versuchen zu testen. Ich empfehle dann auch wirklich nicht von oben, nicht von unten, sondern wirklich lieber frontal drauf. Aber die Nase oder das Kinn wird definitiv etwas größer. Ausprobieren, das macht auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß, dass man hier eben auch mal eine ganz andere Perspektive im Porträtbereich oder auch hier bei den Tieraufnahmen mal hinbekommt. Klassisches Bild für ein Fischei übers Rapsfeld, Kamera gerade gerichtet und der Bogen geht von der Seite nach unten wieder nach oben. Ob das jetzt äußerst interessant ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Was ganz schön kommt, ist natürlich die Farbunterschiede von dem Rapsfeld, dem kräftigen Gelb zum blauen Himmel. Übrigens hier keinen Polfilter eingesetzt und auch nicht nachbearbeitet. Die Bilder sind übrigens fast zu 99% direkt aus der Kamera, weil ich zu der Kategorie gehöre. Ich stelle lieber vorher alles ein in der Kamera und bearbeite im Nachhinein äußerst ungern. Die Zeit verwende ich eigentlich lieber, würde ich beim Fotografieren, gehe raus und mache Bilder. Aber am Rechner sitzen ist jetzt nicht das große Ziel von mir. Deshalb versuche ich, wie gesagt, alles im Vorfeld schon einzustellen. Bei dem Bild wurde gar nicht so viel an der Kamera eingestellt. Das war in dem Moment wirklich so eine grandiose Lichtsituation, Postkartenidylle mit einem kräftigen Blau, den weißen schnuckligen Wolken und natürlich diesem kräftigen Gelb, was wir im Untergrund haben. So, jetzt habe ich so ein Fischei-Bild. Es biegt sich nach unten durch. Und wenn ich jetzt die Kamera nur leicht nach unten neige, entsteht dieses Bild. Also ich habe mich nicht großartig bewegt. Ich habe wirklich die Kamera nur ganz leicht nach unten geneigt. Und plötzlich bekomme ich von dieser Biegung nach unten einmal das Ganze nach oben gezogen. Und ich kann hiermit beweisen, die Erde ist eine Kugel und keine Scheibe. Ganz wichtig, wir haben natürlich die sogenannte Fischei-Verzerrung mit drin. Das ist eine ganz normale Geschichte, die wir natürlich bei den Fischei auch wirklich kreativ mit einsetzen wollen und auch können. Es gibt aber noch eine Lösung dafür, kommen wir aber gleich nachher nochmal dazu. Was bei dem Objektiv natürlich aber immer im Vordergrund steht, ist definitiv die Lichtstärke. Und wenn ich eben hier von Mika habe ich ein wunderschönes Bild bekommen mit den Polarlichtern. Und wenn man eben jetzt den Himmel ganz genau anschaut, so viele Sterne, das kann man wahrscheinlich nur im nördlichsten Finnland erleben. Ich habe so viele Sterne, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Und auch Polarlichter fehlen noch auf meiner To-Do-Liste. Aber wer also mal in der glücklichen Lage ist, mal schön in diesen Bereich zu kommen,
sei es jetzt entweder Polarlichter oder würde ich in diese ganz dunklen Ecken, wo wir eben die Milchstraße und eben alle Sterne sehen können, dann ruhig einen schönen breiten Winkel nehmen, damit wir eben ganz, ganz viel drauf bekommen. Ganz wichtig, immer einen Fixpunkt mit einbauen, in dem Moment eben hier den unteren Bereich, den Wald bzw. eben auch die Eisfläche oder die Schneefläche, die direkt davor ist, damit das Auge auch wirklich einigermaßen die Abmessung erkennen kann. Am besten wäre natürlich noch gewesen, wenn es ein Auto oder eine Person in der Nähe mit drauf gewesen wäre, dass man eben wirklich die Größenunterschiede auch erkennt. Aber das sind so die Kleinigkeiten, die man natürlich ganz gut einbauen kann, wenn man eben in diese extreme Breite geht. Und ich möchte diese Weide zeigen, dann sollte ein echter Fixpunkt mit eingesetzt werden. So, jetzt habe ich ja vorher erzählt, dass wir diese wunderbare Biegung mit drin haben bei dem Objektiv. Und klar ist es natürlich, diese Biegung passt nicht immer. Dafür gibt es bei den Einsen, also EM1 beispielsweise, die Möglichkeit einer Fischei-Korrektur. Diese Fischei-Korrektur kann ich vor dem Auslösen schon einsetzen. Und zwar so, dass ich die Wirkung im Sucher wieder sehe. Das Ganze geht auch im Nachhinein natürlich, in der Nachbearbeitung, wenn es ein Raw-Bild ist. Aber interessant ist es wirklich, das Ganze vorm Auslösen schon auszuprobieren. Es gibt in der Kamera insgesamt drei Möglichkeiten, diese Stufe zu aktivieren. Stufe 1 bis 3 entspricht dann 5 mm, 9 mm und 11 mm von einem normalen Superweitwinkel. Also ich mache aus einem Fischei mit 180 Grad Bildwinkel dann eben meine Ultraweitwinkel mit 5, 9 und 11 mm. Jetzt habe ich es richtig. Das heißt, man kauft ein Objektiv und erhält 4. Günstiger geht es ja fast schon gar nicht mehr. Aber auch hier, wie gesagt, immer in der Vorbeurteilung oder bevor man auslöst, dann eben auch sofort zu kontrollieren, dass man eben auch die richtige Version ansetzt. Geht aber im Nachhinein natürlich auch noch über die Workspace. Jetzt gibt es dann immer wieder mal auch eine Frage. Ich habe zwar eine EM1, aber die Fischei-Korrektur kann ich gar nicht aktivieren, weil die grau ist. Die ist nicht unterlegt. Ja, dann wird kein Fischei drauf sein auf der Kamera. Diese Funktion wird nur freigeschaltet, wenn das 8 mm Fischei drauf ist. Das heißt, es gibt ja beispielsweise aus anderen Systemen, das heißt vielleicht auch aus dem E-System, weil wir das vorher schon hatten, da gab es auch ein 8 mm Objektiv oder von Fremdherstellern, manuelle, wie auch immer, dann kann ich leider diese Übertragung nicht der Kamera mitteilen, dass eben genau dieses Fischei nach den Stufen zu bearbeiten ist. Diese Funktion ist speziell für das 8 mm 1.8 ausgerechnet und umgelegt worden. Für mich ist das 8 mm Objektiv ein ganz, ganz klassisches Objektiv bei meiner bei meinem Lieblingseinsatz und das ist Lightpainting. Im Lightpainting-Bereich, auch natürlich draußen bitte, wenn wir hier mit Stahlwolle arbeiten, um den Funkenflug zu zeigen, dann geht es mir um die Breite. Also die Kamera stand ungefähr einen halben Meter, Meter von den Buhnen, von diesen Holzblöcken dort von weg. Man musste natürlich aufpassen, dass die Funken nicht unbedingt direkt auf die Kamera flogen, aber ein bisschen Glück gehabt. Längere Belichtungszeit, das sieht man ganz gut an den Spuren in den Wolken am Himmel. Jetzt schaue ich ganz kurz nach oben in den Chat. Der Bernhard fragt, leidet die Randauflösung dabei? Nein, die Randauflösung leidet gar nicht dabei, weil wir statt dem 180 Grad Bildwinkel dann im Grunde verkürzen auf kleinere Bildwinkel. Das geht dann bei, ich glaube, 100 bis 100 Millimeter, bis 100 Grad runter, müsst ihr nochmal ganz genau nachschauen. Aber das sind eben die verschiedenen Stufen, 5, 9 und 11 Millimeter. Aber die nehmen eben nicht diesen breiten Winkel und dementsprechend wird es etwas weniger auf dem Bild geben. Klar, weil ich einen nicht mehr ganz so breiten Bildwinkel habe. Und das ist der Punkt dabei, wenn ich bei dem Fischei dann eben diesen Winkel verkürze. Zurück nochmal auf das Bild unten, natürlich für mich ist es Bild unten, wobei doch für alle Betrachter ja auch, es ist ja hier unten, nee, da unten ist es genau. Also hier auch am Strand in dem Moment und wichtig eben, dass wir mit der hohen Lichtstärke
dann auch eben genügend Luft haben oder genügend Möglichkeit haben, auch die Person, die dort in der Mitte steht, scharf zu stellen. Das ist natürlich auch immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Gerade in der Dunkelheit, das ist zwar eine blaue Stunde, aber die ist schon sehr dunkel. Und dementsprechend haben wir natürlich wirklich das Problem, dass man vielleicht mit dem Autofokus dann auch ein bisschen an die Grenze kommt oder eben dann lieber manuell fokussiert. Und das funktioniert perfekt mit der Kombination. Kommen wir zum dritten im Bunde, zum 7 bis 14 mm, 2,8, auch wieder die Pro-Version. Auch hier natürlich wieder der Punkt, dass wir ein Objektiv haben, das aus der Pro-Kategorie ist. Das heißt, auch wieder spritzwassergeschützt, auch natürlich wieder komplett abgedichtet und mit einer durchgängigen Lichtstärke von 2,8. 7 mm bis 14 mm und ich habe die volle Lichtstärke am Anfang und am Ende. Und wichtig zu wissen ist, diese 2,8 kann ich von Anfang an auch wirklich nutzen. Also früher war es so, dass es ganz viele Kamerasysteme gab oder gibt, wo man dann ein, zwei Blenden abblenden sollte, um eben die volle Schärfeleistung zu bekommen. Und das habe ich hier überhaupt nicht. Ich habe bei offener Blende schon die volle Schärfeleistung und dementsprechend kann ich eben auch mit 2,8 oder beim Fisheye mit 1,8 schon arbeiten, ohne dass ich mir Gedanken drüber machen müsste, ob das jetzt noch ein Ticken schärfer wird, wenn ich dann auf 4,0 oder 5,6 runtergehen würde. Nein, 2,8, volle Schärfeleistung. Dieses Objektiv hat so ein paar Besonderheiten und die möchte ich natürlich dann auch dementsprechend noch kurz mit einpflegen. Wir haben einmal natürlich den großen Ring für die Brennweitenverstellung. Hier vorn habe ich einen kleineren Ring, der dafür gedacht ist, dass ich schnell auf manuell Fokus umschalten kann. Wenn man genau hinschaut, ich gehe mal ein bisschen weiter nach oben, dann sieht man vielleicht, dass dort eine Entfernungsskala vorhanden ist. Und jetzt kann ich manuell sehr schnell scharf stellen. Kann also sagen, mein Motiv zum Beispiel ist in einem Meter Entfernung. Wir nehmen mal hier 0,4. Wo ist der? Da ist der Strich, genau. So, 0,4, die weiße Zahl ist die Meterangabe. Und ich habe jetzt also etwas im Nahbereich. Und ich bekomme so aus dem Augenwinkel vielleicht mit, dass auf der linken, rechten Seite ein anderes Motiv entsteht. Kurz nach vorn geschoben, ich verändere meine Position, mache mein Bild. Die Kamera stellt scharf und jetzt gehe ich, will ich wieder auf den Nahbereich gehen, schiebe nach hinten und ich bin immer noch auf 0,4 Meter. Das heißt, die Kamera, das Objektiv merkt sich meine ursprüngliche Einstellung und verändert auch beim Autofokus jetzt diese Einstellung nicht, sodass ich sehr schnell wieder auf diese Naheinstellung mit zurückgreifen kann. Das ist der sogenannte Klatsch, der eingebaut ist bei den Pro-Objektiven. Bei fast allen Pro-Objektiven immer zu berücksichtigen, wenn ich den vorderen Ring habe. Wenn ich nach hinten schiebe, ist es manuell Fokus. Wenn ich nichts verändert habe, dann nach vorn geschoben, Autofokus. Bitte darauf achten, wenn er nach hinten geschoben ist, stell die Kamera nicht scharf. Die werden jetzt lachen und werden sagen, ja, das kenne ich. Aber es gab also ganz viele, vor allem am Anfang bei den allerersten Objektiven, wo wir es eingebaut haben, beim 12 bis 40, die dann irritiert angerufen haben, haben gesagt, oh, da ist die Kamera aber kaputt. Nein, ist sie nicht. Also, Ring nach hinten, Autofokus deaktiviert, das ist auf Manuellfokus, so also, und nach vorn geschoben, Autofokus. Aber das Objektiv hat noch eine andere Funktion und das ist hier versteckt, das ist die LFN, die Lens-Funktionstaste. Und diese Lens-Funktionstaste hat eben den großen Vorteil, dass ich bei der Architekturfotografie, Sie erinnern sich hoffentlich an das Humboldt-Forum, Gebäude fotografiere, die kippen mir nach hinten weg. Und jetzt drücke ich einfach nur diese Lens-Funktionstaste und kann dann direkt mit den Rändelrädchen, Daumen oder Zeigefinger, das Gebäude wieder aufrichten. Gebäude, Berge, Bäume, was auch immer mir wegkippt, kann ich damit aufrichten. Also die sogenannte Keystone-Korrektur auf dieser Funktionstaste gelegt. Man kann da ganz verschiedene Funktionen drauflegen, Autofokus, Stopp, Schnellzugriff, ISO und so weiter. Da gibt es ein riesen Portfolio drauf, wenn man in den Einstellungen drin ist und dann auf die Tastenbelegung geht, kommt ganz unten die Möglichkeit, auf die Lens-Funktionstaste zurückzugreifen. Bei mir, wie gesagt, ist dort die Keystone-Korrektur bei dem 714er abgelegt. Gut. Dann schauen wir uns nochmal die Bilder dazu an. Auch hier 714er mit
in der Blauen Stunde eingesetzt auf einer spanischen Insel, die heutzutage nicht genannt werden möchte. Und zwar ging es hier um die Blaue Stunde, ein Leuchtturm, der dann aber, Blaue Stunde ja, und dann auch die Struktur vom Stein, aber es fehlte noch so der letzte Pfiff dort drin und zum Glück kam eben ein Auto in dem Moment und fuhr hier vorbei. Der Vorteil ist eben, dass wir hier mit auch mit Live Composite gearbeitet haben, gewartet haben, bis eben das Auto kam und dementsprechend dann belichtet haben. Ja, ist von der Farbgebung her wurde, wie gesagt, nichts verändert. Das ist das Original, was direkt aus der Kamera dann kam. Dann ist es so, dass ich habe vorher erzählt habe, dass das Objektiv genauso wie das 8mm abgedichtet ist. Gut, man stellt sich jetzt nicht unbedingt unter die Dusche oder unter den Gartensprenger, aber rein theoretisch könnte man es machen mit der Kamera, eine 5er oder eine 1er Serie mit dem 714er oder dem 8mm, dann ruhig mal unter die Dusche stellen, das halten die Kameras würdig aus. Das ist zum Beispiel wieder so eine Situation, das ist das Fellhorn bei Oberstdorf, über 2000 Meter hoch, früh morgens mit der ersten Bahn nach oben, von der Bahn rübergelaufen zum Gipfelkreuz und es war so feucht, also dieser Nebel war so feucht, dass die Kamera wirklich klitschnass war. Kameraobjektiv trieften im Grunde genommen und ich hatte zum Glück den Objektivdeckel mit drauf. Ja, den auf keinen Fall zu Hause vergessen, lieber zu viel mitgeschleppt in dem Moment. Aber der Vorteil war eben, dass dann auf der Frontlinse keine Feuchtigkeit und keine Tropfen waren. Bis zum Gipfelkreuz und da ging es mir im Grunde genommen durch die Reduzierung auf Schwarz-Weiß auch wieder so eine ganz andere Dramatik einzusetzen und das Gipfelkreuz auch nicht gerade zu richten, sondern wirklich etwas abkippen lassen, um dem Bild einfach noch einen zusätzlichen Eyecatcher zu geben, damit man wirklich schaut, oh, das kippt mir jetzt aber zur Seite, es wurde schon mit Seilen fixiert, zum Glück fällt es nicht komplett um. Nein, nein, das ist komplett gerade, es steht und fällt auch nicht so schnell um. Gut, dann auch wieder so ein klassisches Bild aus dem Workshop-Bereich. Und zwar rechts und links von mir stehen ganz viele Fotografen, die am Strand in Zingst stehen und auf die Sonne warten, dass man eben mit einer wunderbaren Lichtstimmung auch den Sonnenaufgang mitbekommt. Und ich bin gerade von einem Teilnehmer zum anderen rübergelaufen. In dem Moment kam eben genau hier der erste Schimmer über den Horizont. Und ich hatte das 714er mit dabei, aber trotzdem eine etwas längere Belichtungszeit. Sieht man nicht ganz so an dem Wasser unten, aber der Vorteil ist eben in dem Moment, ich kann mich bei der Kamera mit dem Stabilisator natürlich komplett drauf verlassen, dass ich im Grunde genommen auch mit einer etwas längeren Belichtungszeit gestochen scharfes Bild hinbekomme. Am Bild selber habe ich nicht viel eingestellt. Blende 8 war das hier in dem Moment, weil ich wirklich von vorn bis hinten eine Schärfe drin haben wollte. Und wichtig war mir in dem Moment eben auch die Zeichnung oben in den Wolken, um eben hier ohne Filter, wie gesagt, ganz wichtig, nichts sonst eingestellt, nur den Bildmodus Vivid eingestellt und dementsprechend kommen eben die Farben vielleicht etwas kräftiger, als wenn ich auf Natural stehe. Das ist übrigens ein ganz, ganz mächtiger Modus, der Bildmodus oder ein mächtiges Tool. Wenn ich den verändere von Enhance auf über Muted bis hin zu Vivid, da ist es dann natürlich so, dass die Farben wirklich auch etwas kräftiger oder etwas flauer kommen. Bei Muted alles ganz ganz abgemildert. Das ist ganz interessant, wenn ich ganz viel nachträglich eben rein bearbeite, also sprich dann meine Regler in der Bildbearbeitung nachreguliere, so rum heißt es. Wie gesagt, ich persönlich bin aber lieber jemand, der die Kamera oder das Bild vorher schon so einstellt, dass ich gar nicht mehr so viel nacharbeiten muss. Und deshalb arbeite ich gerade bei solchen Motiven mit kräftigeren Farben und das ist dann der Modus Vivid. Etwas nicht Bonbonfarben, nicht Popart, sondern wirklich nur leicht kräftigere Farben und ich kann auch noch mit Sättigung und etwas Kontrastanhebung arbeiten, wenn ich es noch ein bisschen variieren möchte. Gut, auch hier, das Objektiv dient natürlich auch für Sternspuren. Jetzt sagt der Nächste, jetzt kommt noch eine Sternspur. Ja,
Aber da die Geschichte ganz kurz dazu. Wir hatten vorher das Thema Westhavelland, Sternenpark im Westhavelland. Das ist ein Bild direkt aus diesem Sternenpark. Und zwar eigentlich wollte ich den Kometen Neowise fotografieren. Der war dann rechts von mir. Das habe ich erst dann beim zweiten Bild gesehen. Hatte aber die Kamera aufgebaut, habe die Kamera ausgerichtet, wollte den Polarstern oben an die Kante ranlegen. Ist mir nicht ganz gelungen, weil es noch so einen halben Millimeter war runter. Aber mir ging es um die Lichtstimmung rechts unten. Ja, das, die Lichtstruktur in den Wolken. Und die Kamera lief eine Stunde, 1,20, wie auch immer. Und es passierte nichts auf diesem Feld. Nach einer Stunde, 10, 15 Minuten, plötzlich die ersten Autos und es kam ein Auto nach dem anderen, die sich direkt hier links unten, sieht man es, in Sichtweite auf einem Parkplatz gestellt haben. Und leider kamen so viele Autos, dass das immer heller wurde und ich dann das natürlich abgebrochen habe. Aber kleiner Tipp deshalb von mir, immer darauf achten, wo könnte so etwas passieren bei diesen Langzeitaufnahmen, dann lieber die Kamera etwas weiter nach rechts justieren, dass eben die Straße nicht mehr zu sehen ist. Und dann kann das auch nicht passieren, dass eben plötzlich so Lichtspuren oder Lichtreflexe mit reinkommen, die ich eigentlich gar nicht in meinem Bild haben wollte. Wer dann eine, zwei Stunden belichtet und dann passiert so etwas, das ist dann schon so ein bisschen ärgerlich und dann denkt man, ach schade, hättest du mal lieber ein bisschen zur Seite geschoben. Man kann jetzt mit den Bildern natürlich noch beschneiden, aber nee, ich habe es aber mal drin gelassen, um einfach zu zeigen, das kann passieren und dementsprechend der Tipp, lieber so ausrichten, dass da kein Auto, keine Straße dran vorbeiläuft. Natürlich geeignet, wir hatten es vorher für den High-Res-Shot. Das ist zum Beispiel jetzt ein Bild aus dem Bereich High-Res-Shot. Bild mit 50 Megapixel. Und für alle, die jetzt natürlich dann hier reingehen wollen, ich habe eben da die Möglichkeit, dann den Farn einzeln mir vorzunehmen und auch wirklich die Strukturen da drin noch zu erkennen, wenn ich das Bild eben wirklich nicht klein kompakt, sondern richtig schön groß aufziehen möchte und dementsprechend natürlich auch viel mehr Detailinformationen in der Baumstruktur, in den Lichtern, in den im Farn selber sehen möchte. Der Vorteil ist natürlich jetzt gerade bei den neueren Modellen EM1 Mark IV, Mark III, Entschuldigung, und vor allem die EM1 X, den Handheld High-Res Shot, sprich aus der Hand, bis zu 80 Megapixel dann herauszuholen. Das macht dann natürlich schon Spaß, wenn ich das bei dieser Informationsflut benötige. Ganz ehrlich, dafür muss das Bild aber auch weit über A3 im Grunde hinaus vergrößert werden, damit ich wirklich diese Strukturunterschiede dann noch erkenne. Alles was, keine Ahnung, DIN A4 oder kleiner ist, da reicht mir alles, was mir die Kamera zur Verfügung stellt im Endeffekt, weil die Struktur auch schon bei 20 Megapixel perfekt zu sehen ist. So, wir hatten vorher die Nahenstellgrenze und das ist bei dem 7 bis 14 natürlich die 20 cm. Dementsprechend habe ich eben den großen Vorteil, dass ich eben hier im Nahbereich auch ganz gut arbeiten kann. Habe eben den großen Vorteil, dass mir auch hier die Unschärfe im vorderen Bereich, das die ersten Blätter, die hier vorne sind, dann der scharfe Bereich mit den Blüten und wieder in den unscharfen Bereich nach hinten weggeht. Wichtig wirklich, Unschärfe, so rum soll das eigentlich heißen, dass man damit eben spielen kann und das auch mit einem Ultra-Weitwinkel, wobei hier Blende 3,5 eingestellt war, also leicht geschlossen, um eben auch wirklich die ersten zwei Blüten scharf zu bekommen. Die dritte, vierte, fünfte und die hinteren Blüten sind sowieso gar nicht mehr scharf. Also dementsprechend kann ich wirklich sehr gut damit spielen und wichtig ist eben nah rangehen. Also bei den Objektiven würde ich probieren, ganz nah ranzugehen, bis zur Nahenstellgrenze. Und erst da merkt man dann wirklich, was das Objektiv bei dem Motiv dann wieder rausholen kann. Da ist jetzt viel tief dabei gewesen, ne? Das Objektiv beim Motiv rausholen kann. Jetzt ist es raus. So, was haben wir? Sven möchte gerne wissen, hallo, bei Live Composite habe ich speziell bei Wasser schon mal, dass man eher sieht, wie die Streifen, wie einzelne Punkte hintereinander gereiht sind. Aber allerdings mit Olympus-Objektiv und nein, den Elfmeter darf ich jetzt natürlich nicht verwenden. Der Punkt ist relativ einfach erklärt. Was macht Live Composite? Live Composite macht einzelne Aufnahmen und kombiniert die hellen Punkte
zusätzlich. Das heißt, sie rechnet die hellen Punkte auf die dunklen Punkte mit rein. Wenn du jetzt von der, ich tut's dich jetzt mal, gell, wenn du jetzt von der Belichtungszeit aber einen Unterschied hast zwischen dem ersten und dem zweiten Punkt, das heißt, ich habe eine Belichtungszeit, die eben nicht mit einem Tausendstel, Zweitausendstel direkt hintereinander die Lichtreflexe erscheinen, sondern vielleicht mit einer 60stel, dann habe ich so einen kleinen Unterschied zwischen dem ersten Lichtreflex und dem zweiten Lichtreflex. Dann sieht das aus wie Punkte. Das ist richtig. Ob das jetzt deine Kamera etwas stärker darstellt als eine OMD, das möchte ich nicht sagen. Das kann ich dir auch gar nicht sagen, ganz ehrlich. Aber ich kann dir eben sagen, an den Punkten liegt es, dass dann die Belichtungszeit etwas zu lang war. Wenn das Licht vorhanden ist, probier es mal mit schnelleren, mit kürzeren Belichtungszeiten. Dann ist der Abstand zwischen den einzelnen Punkten geringer. Und außer die Kamera würde eine andere Einstellung von Live Composite machen. Wie gesagt, kann ich nicht sagen, ich könnte es nur über die OMD sagen. Und da ist es, wenn so etwas auftritt, dann eigentlich nur mit den langen Belichtungszeiten passiert. So, wieder zurück zur Naheinstellgrenze. Auch eine klassische Geschichte. Man geht durch den Wald, man sieht wunderschöne Pilze und jetzt sagt natürlich jeder, ach, Hochformat, das ist ja blöd. Rechts und links, schwarzer Balken, ist nicht schön. Aber dafür bin ich jetzt hier freigestellt. Aber das sollte jetzt nicht der Sinn der Sache sein. Wichtig ist, das ist das gesamte Bild und nun nehmen wir einfach mal einen Ausschnitt und gehen mal nah ran. Und ich kann mit dem 7 bis 14 mm auch schon in den Nah-Makrobereich eingehen. Es ist noch kein echtes Makrobild, aber es ist auf jeden Fall Nahbereich. Und wer jetzt genau hinschaut, sieht natürlich so einen kleinen Schattenwurf. Das Ganze kommt durch eine kleine Lampe, die rechts unten stand, um eben die Strukturen im Pilz unten dann auch noch aufzuhellen. Dass man eben auch noch diese Struktur sieht. Also wenn ihr unterwegs seid im Wald und man sieht diese wunderschönen Pilze und man möchte die fotografieren, dann ist es immer ganz wichtig, dass man Licht von unten reinbekommt. Deshalb entweder mit einer Taschenlampe arbeiten, wenn man keine Taschenlampe dabei hat. Vielleicht versuchen, mit einem Aufheller zu arbeiten. Jetzt sagt jeder, ihr habt doch gar keinen Aufheller dabei. Ja, einen hat man immer dabei. Und das ist die Hand. Mit der Hand kann ich im Grunde das Licht auch einigermaßen unter diesen Pilzschirm, nennen wir es einfach mal, bekommen. Nicht ganz so viel wie mit einer Taschenlampe, das ist klar. Aber auf jeden Fall schon mal wesentlich mehr, als wenn die Sonne von oben nur drauf knallt oder eben das Licht nur von oben drauf kommt. Also ruhig mal ausprobieren, nur mit der Hand leicht drunter, ein bisschen variieren mit der Handhaltung und schon sieht man auch, dass so ein bisschen Licht mit reinkommt. Gut, das ist im Grunde genommen das, was ich zu dem Thema komplett erzählen wollte. Jetzt überlege ich noch, schau noch mal ganz kurz auf meinen Spickzettel an den Fragen, die wir im Vorfeld bekommen haben. Ah ja, ist es kompliziert, ein Firmware-Update durchzuführen? Also wenn beispielsweise ein neues Objektiv auf den Markt kommt, jetzt gehen wir mal wieder auf den kompletten. Wenn ein neues Objektiv auf den Markt kommt, ist es so, dass die Kameras normalerweise ein Firmware-Update bekommen. Und oft gibt es die Frage, wer macht mir das? Natürlich macht das zum Beispiel Foto Koch, klar, wer sich nicht traut, aber es ist nicht kein Hexenwerk im Endeffekt. Es ist relativ einfach mit der Olympus Workspace, der Software, die es kostenlos zum Download gibt, kann ich meine Kamera und meine Objektive per Update immer auf dem neuesten Stand halten. Die Kameras werden über USB angedockt. Bitte, das ist das Wichtigste, immer darauf achten, dass der Akku voll geladen ist. Das ist das Allerwichtigste. Also mit einem angeladenen Akku oder der nur noch halb voll ist, bitte nicht probieren. Immer vollladen und dann das Update laufen lassen. Das heißt, die Kamera wird über USB angestöpselt. Workspace vergleicht, was habe ich auf der Kamera, was liegt auf dem Server in Tokio. Und wenn dort eine neue Version liegt, dann zeigt er das an. Als Fotograf, Fotografin entscheide man, will ich jetzt haben. Ich kann empfehlen, ja, immer drauf spielen. Dann aktivieren, der Server schickt den File rüber auf den Rechner und erst wenn es dort komplett vorhanden ist, dann geht es vom Rechner, also von dem eigenen Computer, auf die Kamera. Auch da, wenn es unterbrochen wird, passiert noch gar nichts. Irgendwann ist man dann in einer Situation, wo dann alles komplett, dieses Package an Informationen in der Kamera vorhanden ist und dann kommt ein neues Feld auf dem Computerbildschirm,
Da steht dann, bitte jetzt die Kamera nicht mehr, die Tasten nicht mehr bewegen, die Stromzufuhr nicht mehr abbrechen und so weiter. Und wenn man dann auf Akzeptieren oder OK geht, dann erst fängt die Kamera an zu arbeiten und arbeitet dann das neue, die neue Firmware auf. Sobald sie durch ist, erscheint auf dem Monitor an der Kamera ein großes OK und damit ist dann das gesamte Update durchgelaufen. Also, wie gesagt, das Einzige, was wichtig ist, immer einen Akku ganz voll machen. Gut, damit bin ich mit den Fragen eigentlich durch. Genau. Was natürlich noch zu erzählen wäre, ist unsere Cashback-Aktion, die ich natürlich nicht verheimlichen möchte. Deshalb nochmal ganz kurz auf die Folie. Wir haben die Cashback-Aktion bei den drei Super-Weitwinkel. Das sind also einmal das 9 bis 18, da gibt es 100 Euro. Das 8 mm gibt es 150 Euro und das 7 bis 14 gibt es 200 Euro. Ganz, ganz wichtig, es ist nicht an der Kasse abgezogen, sondern es wird von Olympus ausbezahlt. Also man kauft das Objektiv bei Foto Koch bis zum 15. April und dann hat man bis zum 30. April, also bis Ende des Monats, Zeit, die Belege einzureichen bei Olympus und bekommt dann von Olympus die 100, 150 oder 200 Euro, je nachdem welches Objektiv es ist, wieder zurückerstattet. Das ist die relativ einfache Geschichte bei unserer Cashback-Aktion. Wie gesagt, geht bis zum 15. April und Einreichung bitte bis zum 30. April 2021, um das jetzt dann nochmal ganz klar einzubauen. Gibt es sowas wie eine förderliche Blende beim 7 bis 14er? Arbeitest du über Panos mit Not? Ja, ja. Also Panos ist etwas, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, bin ich ganz, ganz ehrlich. Habe ich ganz früher relativ viel gemacht, bin in der Zwischenzeit eben mehr so im Bereich reine Landschaft, Lightpinning, Makro. Das ist so eher mein Style dann schon wieder. Förderliche Blende würde ich sagen, alles, nee, das war die falsche Wortwahl jetzt in dem Moment. Ich wollte auf den Nodalpunkt natürlich wieder nochmal zurück. Entschuldigung. Also die Panos mit dem Nodalpunkt, das sind relativ einfach. Ich muss ja im Nodalpunkt drehen, damit ich eben diese Überlappung beim Panorama wieder mit drauf bekomme. Und ganz, ganz wichtig, man braucht eben diese Adapter. Das sind entweder ein einzelner oder eben ein Winkel, den man dann variieren kann, wenn man entweder ein einfaches Panorama oder ein 360-Grad-Panorama oben, unten, rechts und links machen möchte, dann braucht man eben den verschiebbaren. Und da auf jeden Fall mit dem Nodalpunkt arbeiten, die Einstellung gibt es am besten im Forum, oli-forum.de.com, damit man dort auf jeden Fall relativ einfach und relativ schnell auch zurückgreifen kann. Gut, jetzt nochmal auf meine Liste geschaut. Nein, jetzt habe ich aber wirklich alles durch. Wichtig ist doch eine Geschichte noch, ob die Roadmap, die Ende letztes Jahr von Olympus vorgestellt wurde, überhaupt noch aktiv ist oder ob man der noch vertrauen kann. Ja, die Roadmap, auf der sind die aktuellen Objektive, aber auch zukünftige Objektive schon zum Teil angedeutet, zum Teil schon mit Millimeterangabe mit drin. Es wird, wie gesagt, dieses Jahr auch ein Objektiv im unteren Brennweitenbereich, im Ultraweitwinkelbereich geben, das 8 bis 25 mit 4,0. Und das wird in diesem Jahr kommen. Wann genau, darf ich nicht sagen, werde ich auch nicht sagen. Aber wir werden dieses Jahr auf jeden Fall auch noch das ein oder andere an Neuheiten bekommen. Deshalb immer wieder reinschauen, auch bei Foto Koch, die natürlich immer wieder mit den neuesten Informationen dann unterlegt sind. Damit bin ich durch. Ich spickel nochmal auf meinen Zettel, aber da steht jetzt nichts mehr, was ich noch nicht beantwortet habe. Dann hoffe ich, dass ich einige Tipps und Tricks verraten habe und auch ein bisschen Geschmack gemacht habe, mit diesen Ultra-Weitwinkel aktiv zu sein. Von meiner Seite aus vielen lieben Dank für die Zeit. Vielen lieben Dank, dass alle zugeschaut haben. Danke auch an Foto Koch. Und schöne Grüße nach Düsseldorf. Bleiben Sie wieder alle gesund. Wir sehen uns dann hoffentlich bei Koch wieder, wenn es heißt Hausmesse oder eine andere nette Großveranstaltung. Vielen Dank und auf Wiedersehen. This is for you urban heroes, nature fighters, light chasers,
content creators. Do it for the epic, the breathy, the beauty, the moment, and the real thing. Make your own rules and own dreams. Make a world where you're king. Break free from normal, break through limits, break convention, break free from heavy gear, and show them.